Hallo Leute und herzlich willkommen hier wieder bei Hitman. Und ja, ich bin etwas heiser, merke ich gerade. Oder merkt man es überhaupt? Zumindest fühle ich mich so. Keine Ahnung, auf jeden Fall sind wir jetzt bei Tod auf dem Mississippi und ich würde sagen, let's go! Willkommen in Mississippi 47. Eine örtliche Bande, die sich Gators nennt, kontrolliert am Mississippi den Drogenhandel. Sie benutzen einen Ausflugsdampfer als Tarnung. Unser Klient möchte, dass Sie dem Ganzen ein Ende setzen. Eliminieren Sie die 6 Besatzungsmitglieder der Gators und ihren Boss. Außerdem braucht unser Klient alle Dokumente aus dem Safe des Anführers. Der Safe ist irgendwo auf dem Oberdeck. Die Gators halten sich ausschließlich in ihrem Privatbereich auf den oberen beiden Decks des Schiffes auf. Mehr wissen wir auch nicht. Machen Sie weiter so, 47. Okay, also jetzt Drogenhandel am Mississippi kriegen wir doch auch noch irgendwie hin. Hoffe ich zumindest. Wir nehmen uns mal wieder unsere Standardwaffen. Mal gucken, ob wir noch irgendwas aufmotzen können. Gibt es hier noch irgendwas Schönes? Irgendwas, was noch verfügbar ist? Ablegen. Nicht verfügbar, nein. Hier vielleicht noch irgendwas Schönes. Auswählen. Was ist denn das? Ach so, jetzt habe ich aber das andere da nicht ausgewählt. Dann wähle ich lieber das aus. So. Nicht verfügbar. Sehr schön. Beziehungsweise nein, aber nun gut. Was soll man tun? Hier gibt es doch aber noch irgendwas Schönes. Ja, das interessiert mich eigentlich nicht so super. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Ach, wofür? Auch nicht schlecht. Nicht verfügbar. Gut, dann haben wir schon die erste Zeit wieder im Laden verbracht und dann würde ich sagen, auf geht's zum Mississippi. Aha, der sieht irgendwie nicht so wirklich böse aus, sondern eher wie... ja, wie sieht er aus? Irgendwie lustig. Gut, ach, wir sind jetzt schon auf diesem Dampfer hier. Der Dampfer ist groß. So sieht's aus. Da können wir leider nicht hin. Aber gut, jetzt wollen wir erstmal gucken hier. Uns etwas umgucken, weil hier ist ja schon unsere Shotgun, soweit ich das gesehen habe, drin. Ja. Da ist unsere nette kleine Pumpe. Aber ich will mich erst lieber nochmal umgucken. Also da sind 2 von denen. Das Schiff ist scheiß lang. Ja, okay, das war eigentlich jetzt irgendwie blöd. Egal. Also, wir haben mehrere Decks. Das ist dann ein Deck drunter oder drüber. Keine Ahnung. Egal. Da ist die erste Zielperson, da ist die zweite, da sind noch mehr. Und da sind wir da oben. Eine Zielperson ist gerade da. Wisst ihr was? Ich versuch's jetzt einfach mal. Mit der Durchholztaktik. Wo ist hier denn eine Zielperson? Da rennt sie. Mach hinne, Mensch, sonst kommt die noch weg. Was zum Teufel? Okay, ja. Nun gut, den ersten haben wir zumindest mal erledigt. Jetzt nehmen wir noch seine schöne, nette Waffe. Nehmen natürlich noch unsere Shotgun und kriegen wir den Anzug von dem. Nee, mit der Schaufel wollen wir nichts machen. So. Ja, ich bin hier sehr unauffällig, merke ich gerade. Und das sind die Wachen. Aber ich habe ja echt keine schlechten Waffen hier. Und Matrosenanzug, ja, schadet eigentlich nicht, ja. Aber ich bin ja eh hier auf der Durchholztaktik im Moment und von daher... komme ich denn hier oben hin? Ach, geht's jetzt nach oben? Aha. Muss ich da nach oben? Ja, Oberdeck. Ja, eigentlich muss ich nach oben. Okay. Wollen wir nochmal sehen. Schnell mal nachladen. Das geht eigentlich nicht wirklich schneller, oder? Da ist schon wieder einer, aber egal, von dem rennen wir jetzt einfach mal weg. Das
So, ja, toll. Hat ihn auch schon entdeckt. Gut. Die ersten Umfragen deuten darauf hin, dass Präsident Stewart nach dem Parteitag deutlich zu leben konnte. Aus Wahlkampf. Okay, also hier gibt es dann gar nichts zu holen. So, und noch eine neue Waffe. Wir kriegen hier sehr schön viele Waffen. Das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Aber wir waren irgendwie falsch. Das heißt, wir gehen jetzt mal schön runter. Schön unauffällig und werden natürlich gleich abgeknallt. Kann man aber irgendwie auch nicht gerade verübeln. Alter, die Waffe ist ja mal mega schlecht. Die ist echt sehr schlecht. Das kann man nicht anders sagen. Ich habe jetzt schon die Hälfte meines Lebens los. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass wir uns Plan etwas ändern müssen. Nein, hier will ich doch gar nicht. Aber egal, wir versuchen es jetzt erstmal so. Guck noch einmal, wo wir jetzt sind. Und da sind Treppen. Treppen sind immer gut. Ich glaube, nächstes Mal machen wir es doch auf die etwas unauffälligere Taktik, nämlich mit den Pistols, sodass wir nicht immer gleich wieder erkannt werden. Weil das stört dann irgendwie doch etwas. So, hier sind Treppen. Das ist gut. Denn wir müssen ja nach oben. Und nach oben kommt man regulär mit Treppen. Ja, okay. Ich weiß auch gerade selber nicht ganz, was ich hier laber. So. Also irgendwie sind hier wieder viel mehr Leute als irgendwie vorher gesagt. Erheblich mehr Leute. Ich habe eigentlich kein Leben mehr, das heißt... Leben. Leben bitte. Dankeschön. So, wo sind denn die anderen jetzt? Da ist noch eine Treppe, das ist schon mal vielversprechend. War das einer? Scheiße, was macht denn sonst hier einer auf dem Boot? Da hinten ist einer? Nee. Ja, wo sind denn die anderen dann? Irgendwie ist das Boot scheiße riesig. Aber ich kann auch nicht in jede Tür rein, insofern ist das auch ganz okay. Ich mach den Lips, keine Angst. So, es geht aber immer weiter nach oben. Und ich muss eigentlich nur auf die Leute schießen, die mich bedrohen. Bin ich hier, so. Massig Leute, aber irgendwie sonst nichts anderes. Aber ich könnte mal nachladen, fällt mir dabei gerade auf. Aha, okay, also, ja. Wo sind wir denn hier eigentlich? Irgendwo oben. Aber anscheinend noch nicht so ganz am Ziel. Mal gucken. Warum hat auch dieses Kackschiff so viele Decks? Na gut. Oh mein Gott. Er hat eine Leiche gefunden, ist ja furchtbar. Ich bin auch so unauffällig hier einfach mal mit der Pumpe in der Hand. Nun gut. Boah, warum schreien die alle? Sollen sie doch vom Bord springen, wenn sie so Angst haben? Ich meine, ich habe ja nicht die Absicht, hier irgendwem was zu tun. So, aber auf dieser Etage ist ja schon mal nichts mehr. Ich gehe jetzt einfach nochmal da hinten hin. Weil irgendwas scheint da hinten ja auch zu geben. Sonst wäre da ja nicht so ein super besonderer Punkt. So, wohin letzt? Fahrt aus, also wie lang? Lässt die Sache unten. Also ich weiß nicht, diese Passanten, die einfach mal ihre so Waffen aufnehmen. Ich finde, sowas geht mal gar nicht. Ich meine, okay, es ist eigentlich gut. Eigentlich ist es gut, das kann man nicht leugnen. Für irgendwie würde ich nie tun. Gute Frau, ich würde mir nicht entgegenrennen. Aber wenn du meinst, das ist gut, dann mach's ruhig. Lieber alles aufsammeln, denn das kann alles gegen mich verwendet werden. So. Da sind Treppen, ja, die bin ich ja jetzt gerade schon runter. Jetzt bin ich in der nächsten Etage, mal gucken, aber da war auch nur einer. Wo sind die anderen? Da. Irgendwo muss hier doch eine Treppe runter sein.
Oder wieder hoch. Da war der Mann. Schrot. Deckung, er hat eine Kanone. So, und jetzt? Wo ist denn noch einer? Da kommt doch einer. Sehr schön. Wo kommt denn der? Nein, das ist nicht so super. Dich kriege ich noch. Ha! Okay. Ja, viel gebraucht. Den hat aber die Wand geschmissen. Okay. Ja, das Speichern war natürlich wieder mein größter Fehler. Nämlich das Nicht-Speichern. Also am Speichern lag es dann letztendlich. Aber das Ganze klappt doch jetzt schon ganz gut. Und ich meine, ich glaube, haben wir überhaupt schon eine Hitman-Mission so durchgespielt, ohne dass wir gestorben sind? Ich hab's gesehen, dankeschön. Ich glaube beinahe nicht. Schade. Hallo, mal starten. Ja, passt schon. Okay, also den Heini suchen wir. Den haben wir bisher eh noch nicht gefunden. Insofern ist das gleich. Den erwürgen wir jetzt einfach mal. Und sonst war die Pumpe ja eigentlich gar nicht schlecht. Wie jetzt? Bin jetzt schon aufgeflogen. Was war denn das für eine super Aktion? Okay, aber gut, passt. So, das war schon die erste Person. Ja, okay, das ist cool. Denn das schadet nie, die erste schon mal erledigt zu haben. Gut, und ich habe noch ziemlich viel Leben, das ist auch nicht schlecht. Jetzt schnappe ich mir einfach mal so einen Matrosenanzug. Und renne dann mal weiter. So circa habe ich ja jetzt einen Plan von der ganzen Geschichte hier. Würde ich zumindest mal meinen. Diesen Stromkreis müssen wir gar nicht sabotieren, denn was bringt uns das schon? Und ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich mal in den ersten Stock hier hoch. Sind unerkannt, das ist gut. Wobei, naja, okay, wirklich viel hat es nicht gebracht. Da wir jetzt hier runter gehen. Oh Gott, okay, passt. So, dann hier schön lang. Ach ja, verkackt riesiges Schiff. Der hat auch einen chilligen Job hier. Und ich bin langsam etwas am Auffliegen, aber das kriegen wir schon alles hin. Guten Tag, lieber Matrose. Gibt es denn auf dieser Ebene noch irgendwo einen Typen, der... nein. Gut, das heißt, ich muss hoch. Hier machen wir doch glatt. So, hoch. Jetzt mal oben. Und hier gibt es doch bestimmt irgendeinen Typen. Also da ist auf jeden Fall mal ein super Raum. Mal gucken, was da so schönes ist. Irgendwas muss da ja sein. Was ist hier denn Schönes? Ach ja, schöne Waffen, nehmen wir alle. Und, das ist nicht schlecht. Aber den Gewehrkoffer brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir nehmen ja die anderen Sachen, was hier so rumliegt. Und da gibt es ja noch irgendwas. So, und was ist das Schönes? Schnappen wir uns auch. Nicht schlecht. Das Ding ist cool. Keine Frage. Ja. Ist zwar mega auffällig damit, aber ich meine, was bockt's mich? Wir laden schnell nach und das Ding gefällt mir einfach. So. Ganz im Ernst, ich würde nicht dahin laufen, wo ich Schüsse höre. Aber gut, wenn er meint, soll er es doch tun. So, jetzt mal hier, gibt es hier noch irgendwas Tolles, da hinten ist noch einer. Wie jetzt, der kann da fliehen. Er ist zu gut, ich hol Hilfe. Egal, wollen wir mal gucken, noch eben, wo wir hier weiterkommen, oder komme ich hierher? Ne, hier geht's hoch. Hoch, da war ich nicht. Ist gut. So. Ja, ich weiß, ich bin gerade mega unauffällig, aber das stört mich jetzt gerade nicht so wirklich. Denn ich suche ja nur diese paar Typen hier. Aber die finde ich gerade irgendwie blöderweise nicht. Das heißt, ich muss noch mal eine Tür suchen, eine Treppe suchen. Und da sind Treppen, da nehme ich doch mal schön welche. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Okay, aber wisst ihr was? Ich würde jetzt sagen, wir speichern einfach mal. Spiel speichern, da haben wir es doch. Also irgendwie buggt die Maus hier zurzeit ein bisschen rum. Aber gut, Spiel ist gespeichert. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder hier bei Hitman und zwar auf dem Dampfer beim Mississippi. Und ich denke mal,
ja, nächstes Mal dürfte es doch eigentlich klappen. Rein von der Zeit her, so viele Leute sind es dann ja auch nicht. Ja, und dann, bis dann. Ciao!